R12, der zuverlässige Helfer im bäuerlichen Betrieb. Der Filmbericht zeigt den Einsatz des Hanomag R12 als Schlepper und Geräteträger im Ablauf des landwirtschaftlichen Betriebsjahres. Der Film wurde hergestellt von Film für Industrie und Wirtschaft Frank Albrecht Hamburg im Auftrage der Hanomag Hannover. Die Erträge in der deutschen Landwirtschaft sind in den letzten 80 Jahren stark gestiegen. Die Zahl der in der Landwirtschaft tätigen Menschen hat sich dabei kaum verändert. Alles das hat seinen guten Grund. Denn die Arbeitsproduktivität wurde wesentlich gesteigert durch Verwendung besseren Saatgutes, vermehrte Anwendung von Handelsdünger, Einführung ertragsteigernder Fruchtfolgen und vor allen Dingen durch den Einsatz von Landmaschinen und Schleppern. So stieg in den letzten 25 Jahren die Zahl der Schlepper in Westdeutschland von 12.000 auf mehr als 450.000 Schleppereinheiten. Deutschland hat etwa 2 Millionen landwirtschaftliche Betriebe mit einer landwirtschaftlichen Nutzfläche von rund 14 Millionen Hektar. Über 90% aller landwirtschaftlichen Betriebe haben eine Nutzfläche unter 20 Hektar. Bei der wirtschaftlichen Vollmotorisierung dieser Betriebe hat sich der Hanomag R12 als Schlepper und Geräteträger zugleich als besonders geeignet erwiesen. In knapp 2 Jahren wurden über 10.000 R12 in der westdeutschen Landwirtschaft eingesetzt. Die prozentuale Verteilung auf die einzelnen Betriebsgrößenklassen zeigt das Schaubild. Fast 90% aller R12-Schlepper wurden für Betriebe mit einer landwirtschaftlichen Nutzfläche bis zu 20 Hektar gekauft. Bei dem modernen, gerätetragenden Schlepper R12 wird ein wassergekühlter Motor mit geringem Raumbedarf verwendet. Der Motor, ein Einzylinder Zweitakt-Dieselmotor mit Spülgebläse, ist leistungsfähig, klein und leicht. Durch den leichten Motor bleibt auch das Schleppergewicht niedrig. Die Wasserkühlung wurde durch den Einbau eines Thermostaten zur zuverlässigen Zweikreiskühlung ausgebildet. Ein gut abgestuftes Getriebe erhöht die Verwendungsmöglichkeiten dieses Schleppers wesentlich. Die große Bodenfreiheit und die schmale Bauweise bieten dem Schlepperfahrer gute Sichtverhältnisse auf die Anbaugeräte. Ein Kraftheber gehört auch zu diesem Schlepper. Und der erleichtert die Arbeit mit allen Geräten, die zum Kombitrag-System gehören. Und erhöht außerdem die Leistung. Dieser 12 PS Schlepper und Geräteträger wird in allen seinen Teilen von der Hanomag in Hannover hergestellt. Auch die meisten der zum Kombitrag-System gehörenden Geräte werden nach Hanomag-Konstruktionen für diesen Schlepper gebaut. Im Frühjahr, wenn der Boden für die Bearbeitung wieder offen ist, möchte der Bauer am liebsten auch die Nacht zum Arbeitstag machen. Die Technik gibt ihm dazu die Möglichkeit. Ein Schlepper ist an keine Futter- und Ruhezeit gebunden. Wenn es sein muss, ist er auch nachts für den Bauern da. Aber für das Dunkfahren reicht die normale Arbeitszeit völlig aus. Besonders wenn der Frontlader die schwere Ladearbeit übernimmt. Für den Kleinbetrieb ist der Frontlader am Schlepper ein preiswertes Ladegerät, das außerdem vielseitig verwendet werden kann. Um den Einachsanhänger am Schlepper anzukuppeln, braucht man nicht abzusteigen. Diese praktische Handhabung erhöht natürlich die Freude an der Arbeit.
Der Kriechgang des R12 erspart den Bauern das lästige Auf- und Absteigen beim Mistabziehen. Ohne größere körperliche Anstrengung wird wesentlich mehr geleistet. Der ausgestreute Mist soll möglichst schnell untergepflügt werden. Mit der letzten Mistfuhre wird deshalb der Anbaupflug gleich mit aufs Feld genommen. In dieser Transportstellung bleibt die Anhängekupplung für den Anhänger frei. Kein Bauer schätzt es, wenn sein Feldstück an einem Graben oder Weidezaun liegt. Es gibt immer Scherereien bei der Randbearbeitung. Der Anbau Drehpflug Trabant hilft über diese Schwierigkeiten hinweg. Er arbeitet in Grenzflugstellung außerhalb der Schlepperspur. Aus der Transportstellung wird der Trabant zum Grenzflügen hergerichtet. Bevor die eigentliche Pflugarbeit beginnt, wird die erste Furche nach innen geschlagen. Und bei den letzten beiden Furchen fährt der Schlepper nicht über das Nachbargrundstück. Ärger wegen Flurschaden kann es also nicht mehr geben. Auch unter schwierigen Verhältnissen kann man mit dem R12 bei Verwendung des Anbaupfluges eine gute Pflugarbeit leisten. Über die Dreipunktaufhängung werden die Triebräder des Schleppers bei schweren Ackerarbeiten zusätzlich belastet. Dadurch leistet der leichte Schlepper mehr. Mit dem Drehpflug beginnt die Pflugarbeit an der Längsseite des Feldes. Es wird Furche an Furche gelegt, ohne dass lästige Mittelfurchen entstehen. Der hydraulische Kraftheber macht das Ausheben und Einsetzen des Fluges an den Feldrändern spielend leicht. Ein findiger Landwirt hatte sich mal für seinen Schlepper Gitterräder gebaut. Die Industrie übernahm diese Anregung und baut jetzt diese Zusatzgeräte für alle Schleppertypen. Obwohl das niedrige Gewicht des R12 den Einsatz bei allen Arbeiten erlaubt, verhindern Gitterräder auch die geringsten Radspuren auf dem Acker, die sich eventuell bei nachfolgenden Arbeiten ungünstig auswirken. Wie praktisch. Sogar die Drillmaschine wird zwischen den Achsen angebaut. Der R12 ist ein richtiger Geräteträger. Spuranzeiger, Visiereinrichtung und Drillschare sind für den Fahrer übersichtlich angeordnet und alles wird von ihm allein bedient.
Mit der Drillmaschine wird gleichzeitig der Eggentragrahmen mit Saateggen an der Dreipunkthydraulik eingesetzt. In einem Arbeitsgang und mit einem Mann erfolgt Drillen und Eineggen der Saat. Das kann nur ein moderner Schlepper mit zweckmäßigen Anbaugeräten leisten. Den An- und Abbau der Drillmaschine kann selbstverständlich ein Mann allein ausführen. Im zeitlichen Frühjahr beginnen bereits die Pflegearbeiten. Mit dem Striegel wird dem Unkraut zu Leibe gerückt. Chemische Mittel vernichten die Schädlinge. Die Bestände auf dem Felde und im Obstgarten bleiben dann sauber und gesund. Das Kombitrack-System bietet dem Landwirt neben dem Schlepper geeignete Geräte für alle landwirtschaftlichen Arbeiten. Sogar die Kartoffelbestellung übernimmt der 12 PS Schlepper. Eine große Erleichterung für die bäuerliche Familie. Drei Arbeiten werden in einem Arbeitsgang verrichtet. Pflanzlochen, Kartoffel legen und zustreichen. Eine erstaunliche Leistung für den R12. Vorbedingung für dieses Arbeitsverfahren ist ebenes Gelände und eine Arbeitsgeschwindigkeit des Schleppers von 1,5 bis 2 Kilometer in der Stunde. Kartoffelbestände verlangen eine intensive Pflege. Das weiß jeder Bauer. Mit dem Zwischenachsgerät wird diese Arbeit gut und schnell ausgeführt. Im Wechselspiel zwischen Striegeln, Hacken und Häufeln entfällt dann jegliche Handarbeit bei der Kartoffelpflege. Ein landwirtschaftlicher Betrieb ist ein Transportunternehmen wider Willen. Aber in jedem Betrieb sind Transporte notwendig, die auch ein leichter Schlepper ausführen muss. Dafür ist besonders der vorderlastige Einachsanhänger gut geeignet. Thank you.
In bäuerlichen Familienwirtschaften wechseln tagsüber die Arbeiten häufig. Ein schneller An- und Abbau der einzelnen Geräte am Schlepper muss daher möglich sein. Beim R12 sind diese Bedingungen erfüllt. Zum Grünfutter holen ist der Frontlader wie geschaffen. Er erleichtert und beschleunigt diese tägliche Arbeit erheblich. Das Grünfutter holen wird zur Einmannarbeit. Nachdem ein Schwad vorgemäht wurde, sammelt der Frontlader mit der Grünfuttergabel diesen ersten Schwad auf. Das Mähwerk schneidet dabei den zweiten Schwad. Innerhalb kürzester Zeit hat eine Arbeitskraft den Tagesbedarf an Futter gemäht und aufgeladen, ohne vom Schlepper absteigen zu müssen. Rüben werden häufig auf 50 cm Reihenabstand gedrillt. Diese Reihenweite erfordert eine Schlepperspur von 1,50 m. Die Räder müssen deshalb umgedreht werden. Um die Rübenpflege gut ausführen zu können, wird der Hackrahmen zwischen den Achsen des Schleppers angebaut. Bei der Arbeit kann ein Mann allein die Hackwerkzeuge übersehen und die Hackarbeit ausführen. Kleine Bodenunebenheiten werden durch Parallelogrammaufhängung ausgeglichen. Die Spurlockerer an der Ackerschiene beseitigen die Radspur im gleichen Arbeitsgang. Die Visiereinrichtung an der Vorderachse lässt genaues Fahren zu, ohne dass sich der Fahrer durch zu steilen Blickwinkel und verkrampfte Haltung überanstrengen muss. Mit Beginn der Gräserblüte fängt die Heuernte an. Alle Arbeitsgänge übernimmt der Schlepper mit entsprechenden Geräten. Mit der Mahd beginnt es. Unmittelbar nach dem Mähen werden mit dem Vielzweck-Heugerät OK5 die Mähschwaden gezettet, also breitgeschalten. Schon wenige Stunden danach wird im nächsten Arbeitsgang das Heu gewendet. Mit dem Schlepper werden hohe Flächenleistungen erzielt.
Eine intensive Heubearbeitung bringt kurze Trocknungszeiten und damit Qualitätsheu. Und das ergibt besseres Futter für den Viehstall. Am Spätnachmittag, bevor die Luftfeuchtigkeit ansteigt, wird das Heu wieder mit dem OK5 in Schwaden zusammengeschlagen. Dazu wird einfach nur die Drehrichtung der Wendezinken durch Aufstecken der Gelenkwelle auf einen zweiten Gelenkwellenanschluss geändert. Für den Transport wird der OK5 in Langfahrstellung angehängt. Straßen im Ort, enge Feldwege und schmale Weidetore können ohne Schwierigkeiten durchfahren werden. In dieser arbeitsreichen Zeit dürfen jedoch die Kartoffelfelder nicht vergessen werden. Solange der Tau in den Morgenstunden keine Heubearbeitung zulässt, werden die Kartoffeln durchgehackt, gehäufelt oder gestriegelt. Ab 10, 11 Uhr geht's dann wieder ins Heu. Der OK5 ist mit Breitstreuzinken ausgerüstet und damit lassen sich die am Abend vorher gezogenen Schwaden wieder breitstreuen. Bei Doppelschwaden erfolgt das Breitstreuen bei der Hin- und bei der Rückfahrt. Zum Heueinfahren wird die Ladefläche des Einachswagens durch Ladegatter und ausklappbare Seitenwände vergrößert. Das Laden übernimmt wieder der Frontlader, der bei dem leichten Heu zusätzlich eine Verlängerung bekommen hat, um hoch genug laden zu können. Für die Schädlingsbekämpfung steht die Anbauspritze am hydraulischen Kraftheber mit großer Arbeitsbreite zur Verfügung.
Die Getreideernte ist auch heute noch das Symbol bäuerlicher Arbeit. Es verbindet sich damit der Gedanke an das tägliche Brot. Bei der Binderernte ist der richtige Schnittzeitpunkt mit der Gelbreife erreicht. Das Getreidekorn lässt sich über den Fingernagel brechen. Früher wurde mit Grasmäher oder Ableger gearbeitet. Dabei war zusätzlich eine Bindekolonne notwendig, die zunächst das Getreide in Garben band. Heute verrichtet der Schlepper mit dem Bindemäher allein die Arbeit eines Ablegers und einer Bindekolonne. Die so gefürchtete Arbeitsspitze ist dadurch beseitigt. Der Zapfwellenantrieb schafft die Einsatzbedingungen für den leichten 12 PS Schlepper auch unter schwierigen Geländeverhältnissen. Sobald das Getreide aufgehockt ist, beginnt das Schälen. Diese Arbeit musste früher häufig bis in den Herbst verschoben werden, da die Pferde den großen Arbeitsanfall nicht bewältigen konnten. Fristgemäßes Schälen ist aber die Voraussetzung für stärkeren Zwischenfruchtanbau. Auch beim Getreideaufladen fährt der R12 allein im Kriechgang an den Hocken entlang. Die Tagesleistung beim Einfahren steigt dadurch erheblich. Der Einachswagen hat durch die angebauten Ladegatter bei ausgeklappten Seitenwänden das gleiche Ladevolumen wie ein Zweiachswagen. Im Herbst lässt die Witterung oft nur kurze Einsatzzeiten zu. Dann häufen sich die Arbeiten im landwirtschaftlichen Betrieb. Da aus Gründen der Wirtschaftlichkeit im kleinbäuerlichen Betrieb nur einfache Geräte verwendet werden können, ist die Hackfruchternte arbeitsaufwendiger als andere Erntearbeiten. Für die kleinen Anbauflächen des bäuerlichen Betriebes genügt der am hydraulischen Kraftheber angebaute Schleuderroder. Das Pflügen ist eine der schwersten Arbeiten für einen leichten Schlepper. Unter ganz schwierigen Verhältnissen kann am R12 zusätzlich eine Anti-Schlupfeinrichtung eingebaut werden. Dadurch werden die Triebräder des Schleppers beim Pflügen noch mehr belastet. Der leichte Schlepper pflügt dann ohne Schlupf. Beim Aufladen von Zuckerrübenblatt fährt der Schlepper mit festgestellter Lenkung ohne Bedienung.
Der Bauer lädt dabei auf. Mit dem Kriechgang wird die Leistung der einen Arbeitskraft noch erhöht. Die Zuckerrüben werden mit der Rübenrodegabel am Kartoffelroder ausgerodet und gleichzeitig gesäubert. Der Schleuderroder kann also für verschiedene Arbeiten eingesetzt werden. Seine Anschaffung wird dadurch noch wirtschaftlicher. Unter günstigen Bodenverhältnissen kann mit dem R12 auch zweireihig gerodet werden. Dabei wird die Flächenleistung annähernd verdoppelt. Auch zwischen den Achsen des Schleppers lässt sich ohne Schwierigkeiten eine Rodegabel anbauen. Die Einmannbedienung wird durch dieses Gerät im hängigen Gelände erst möglich. Der Schlepper, als ständiger Helfer des Bauern, muss immer einsatzbereit sein. Deshalb soll er genauso wie jedes Tier gepflegt werden. Kontrolle von Kraftstoff und Motorenöl gehören zu den täglichen Pflegearbeiten. Regelmäßiges Abschmieren hilft Reparaturen vermeiden. Die Motorisierung der Landwirtschaft verursacht gegenüber der Pferdeanspannung zusätzliche Kosten. Bei sinnvoller Motorisierung wird jedoch der Schlepper so in den Betriebsablauf eingebaut, dass Mehreinnahmen erzielt werden. Nach der Schlepperanschaffung soll das Kulturartenverhältnis da, wo es die natürlichen Verhältnisse zulassen, geändert werden, um die Schlagkraft des Schleppers auszunutzen. Grünland wird in Ackernutzung genommen. Der verstärkte Hackfruchtbau bringt einen höheren Anfall von absolutem Schweinefutter. Anstelle der Pferde werden Kühe gehalten. Die Flächen, die früher zur Ernährung der Pferde mit Hafer bestellt waren, tragen nun Verkaufsfrüchte. Der Schlepper erlaubt eine Ausweitung des Zwischenfruchtbaues und damit eine weitere Einsparung an Futterfläche. Die Jahreskosten der Motorisierung und Maschinenbeschaffung hierfür betragen etwa 2250 D-Mark in einem 10-Hektar-Betrieb. Der steigende jährliche Mehrerlös erreicht nach einer dreijährigen Motorisierung den Höchstwert. Er beträgt aus verstärktem Hackfruchtbau etwa 1000 D-Mark, aus verstärktem Verkaufsgetreidebau etwa 600 D-Mark, aus verstärkter Schweinemast etwa 400 D-Mark, aus verstärkter Milchviehhaltung etwa 2000 D-Mark. Die Mehreinnahmen durch die Motorisierung betragen also etwa 4000 D-Mark. Durch den zweckmäßigen Einsatz des Schleppers mit seinen Geräten wird im bäuerlichen Betrieb eine starke Arbeitserleichterung und Arbeitseinsparung erzielt. Dadurch erhöht sich das Einkommen. Der Bauer und seine Familie haben viel mehr Freude an der landwirtschaftlichen Arbeit. Musik